Wir feiern das Steiermark Genussapfel Erntedankfest gemeinsam im Tierpark Herberstein. Wir haben ein ganz ein tolles, rundes Rahmenprogramm. Es gibt ein Puppentheater für Kinder, extrem lieb, Apfelfütterung für Tiere. Also man kann ja so viel erleben. Es ist keine Selbstverständlichkeit, dass man den Steiermark Genussapfel jedes Jahr in dieser Qualität ernten darf. Die Steiermark als das klassische Apfelanbaugebiet Österreichs, das habe ich zusammengeführt. Sprich, den geschmackvollen Apfel mit Genuss und Steiermark. Und so ist der Steiermark Genussapfel entstanden vor 15 Jahren. Die Herausforderungen beim Apfelanbau sind einerseits einmal, dass man Äpfel am Baum oben hat. Sonst kann man nämlich nichts ernten. Und das beginnt einfach auch mit den äußeren Umständen. Das heißt, die Witterung muss passen. Und bei der Ernte ist es ganz wichtig, dass wir das, was wir das ganze Jahr wachsen lassen haben, was wir das ganze Jahr gepflegt haben, dass wir das auch ganz sauber herunterbringen. Ich habe eine ganz große Schwäche für den Elster, weil er einfach so süß-säuerlich ist. Er ist sehr knackig und am liebsten esse ich den direkt vom Baum runter bei der Ernte. Dass die Äpfel bei Spar Fans finden, finde ich gut und stimmig, weil wir ein österreichisches Produkt, Apfel, haben und das über eine österreichische Kette zum Konsumenten kommt. Da ist eben diese Kommunikation und dieser Informationsaustausch sehr wichtig und ich bin sehr froh, dass das so läuft. Mein Lieblingsapfel ist der Kronprinz Rudolf. Da habe ich sehr viele Kindheitserinnerungen dazu. Der ist bei uns vor dem Haus gewachsen und die Oma hat immer Apfelstrudel damit gemacht. Meine Lieblingsapfelrezepte sind zum Beispiel das Erntedanktörtchen, das was ich für den Steiermark Genussapfel kreiert habe. Ein Apfelschlankel und ein Apfelzwiebelchutney, weil herzhaft schmeckt er genauso gut. Wir haben 4 Apfelsorten zur Verkostung mitgebracht und das wären der Golden Delicious, der Elster und der Gala. Der Apfel, der heute am besten angekommen ist, ist der Kronprinz Rudolf als alte, sehr bekannte Sorte. Und die Äpfel schmecken heuer wieder hervorragend, die Qualitäten sind hervorragend. Und wir hoffen nächstes Jahr auch wieder auf eine sehr reiche Ernte und dass die Äpfel wieder sehr wohl schmecken.